Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Garmin Forerunner 35. Ich habe den Forerunner 35 jetzt tatsächlich einen Monat am Stück getragen. Das heißt, ich habe ihn tagsüber getragen, ich habe ihn in der Nacht getragen und eigentlich habe ich den Forerunner 35 nur abgenommen, um ihn, wenn er denn geladen werden musste, zu laden. Sonst war er wirklich 24 Stunden lang am Tag. Das heißt, heute gibt es von mir jetzt ein ausführliches Einmonatsfazit zum Forerunner 35, wo ich einfach mal sagen möchte, was mir an dem Forerunner 35 in dem Einmonat Testzeit jetzt sehr gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat und wo ein bisschen die Schwächen vom Forerunner 35 liegen. Ganz viel Spaß mit diesem Video. Beginnen möchte ich einfach mal bei dem Design und dem Tragekomfort. Der Forerunner 35 trägt sich wirklich unglaublich angenehm am Handgelenk. Das liegt natürlich unter anderem an dem äußerst flexiblen Armband, was der Forerunner 35 hier hat. Ist es zum Beispiel ein ganz anderes Armband, als zum Beispiel bei dem Garmin Vivo Active HR verwendet wird. Da ist das Armband um einiges steifer als hier bei dem Forerunner 35 und das gefällt mir sehr, sehr gut. Was auch wiederum noch den Tragekomfort fördert, ist das Design vom Forerunner 35. Der Forerunner 35 sieht aus wie eine Uhr und trägt sich tatsächlich auch wie eine Uhr. Und jeder, der so dieses Tragegefühl von einer normalen Armbanduhr hat, der findet den Forerunner 35 auch kein bisschen störend. Was da auch wiederum zugute kommt, ist, dass der Forerunner 35 insgesamt sehr kompakt vom Design gehalten ist. Das heißt, er ist nicht klobig, hat keine dicke Bauweise. Trotz des optischen Herzfrequenzsensors auf der Unterseite trägt er sich äußerst angenehm am Handgelenk. Und ich hatte eigentlich noch gar keine Garmin-Uhr, die sich jetzt so angenehm getragen hat wie der Forerunner 35. Also in Sachen Tragekomfort und Design finde ich den Forerunner 35 absolut gelungen. Und das gibt einen richtig fetten Pluspunkt von mir in dem Einmonatstest. Ich kann auch noch ein, zwei Sachen zum Display sagen, was mir da aufgefallen ist. Das Display kann ja logischerweise nur schwarz-weiß anzeigen. Das kommt natürlich wiederum der Akkulaufzeit zugute, worauf ich dann gleich kommen möchte. Doch das Display finde ich auch äußerst gelungen. Es ist zwar nicht so hochauflösend wie vielleicht von anderen Uhren, kann nur schwarz-weiß anzeigen, aber trotzdem gefällt mir das Display richtig, richtig gut. Woran liegt das? Das Display ist gut ausgeleuchtet. Wenn man jetzt zwar das Licht anmacht, dann wirkt das Ganze schon ein bisschen, dann wirkt gerade die schwarze Schrift und der Hintergrund, das wirkt dann alles schon ein bisschen gräulich, da ist ja nicht mehr ein ganz so starker Kontrast vorhanden. Trotzdem gefällt mir das insgesamt gut, weil es gut ausgeleuchtet ist und auch bei direkter Sonneneinstrahlung, was ja besonders für Outdoor-Aktivitäten sehr von Vorteil ist, ist das Display der Forerunner 35 noch perfekt ablesbar. Was ich am Anfang ein bisschen negativ fand, war die Einfachheit, weil ich halt dieses komplexe Menü von der Forerunner 235 und auch der Vivo Active HR gewohnt war. Da war ich ein bisschen von der Einfachheit und auch von dem sehr einfachen Menü etwas enttäuscht, sage ich mal. Im Laufe des Monats, wo ich jetzt den Forerunner 35 getragen habe, wusste ich aber dieses einfache Menü immer mehr zu schätzen. Das heißt, ich habe noch bei keiner Uhr so schnell die Einstellmöglichkeit gefunden, die ich gesucht habe, weil das Menü einfach gar nicht ganz so viel hergibt. Zudem ist die Menüführung unglaublich schnell. Wenn man jetzt mal zum Vergleich hier den Forerunner 35 nimmt, sieht man vielleicht im direkten Vergleich, wenn ich da jetzt auf eine Taste drücke, dass der Forerunner 35 doch deutlich schneller reagiert auf den Tastendruck und natürlich auch durch dieses einfache Display, das nur schwarz-weiß anzeigt, keine Farben, keine großen Grafiken darstellen muss, ist es insgesamt viel, viel schneller in der Bedienung und es läuft alles viel flüssiger. Und gerade das wusste ich im Laufe dieses Monats immer mehr zu schätzen, dass das einfach alles so einfach gehalten war. Der Forerunner 35 soll ja genau in diese Richtung gehen, möglichst einfach gehalten, kompakt die Funktion komprimiert und so auch für Laufeinsteiger oder Gelegenheitsläufer soll das eigentlich die perfekte Sportuhr sein. Und das kann ich absolut unterschreiben nach diesem einen Monat, wo ich den Forerunner 35 jetzt schon getragen habe. Kommen wir nun zur Akkulaufzeit. Natürlich habe ich die Akkulaufzeit vom Forerunner 35 ausgiebig getestet. Von Garmin versprochen werden ja tatsächlich 9 Tage am Stück. Logischerweise erreicht man diese 9 Tage nicht, wenn man jetzt viele sportliche Aktivitäten trackt. Das sollte aber auch jedem klar sein. Das heißt, wenn man jetzt immer Aktivitäten draußen macht, da GPS aktiviert hat und dann eine Strecke aufzeichnet, ist die Akkulaufzeit natürlich etwas geringer. Trotzdem glaube ich,
Das hätte ich jetzt die Wochen keine Aktivitäten getrackt, nur die 24 Stunden Herzfrequenzmessung und ganz normal die Aktivitätsdaten, wozu ja auch Schritte gehören, der Schlaf, die Kalorien, die Intensitätsminuten. Glaube ich, hätte der Forerunner 35 tatsächlich die 9 Tage am Stück geschafft. Also ich musste bis jetzt, ist das die Sportuhr, die am wenigsten ans Ladegerät musste, von den ganzen Uhren, die ich jetzt schon getestet habe. Natürlich muss man das auch immer sehen im Zusammenhang mit den ganzen Sensoren, die verbaut sind. Und da ist der Forerunner 35, was die Akkulaufzeit angeht, wirklich vorne mit dabei. Kommen wir nun wohl zu dem interessantesten Punkt, nämlich dem Sportmenü. Natürlich habe ich mit dem Forerunner 35 in dem einen Monat auch ganz viele Sportarten getrackt. Eigentlich habe ich alle sportlichen Aktivitäten, die ich irgendwie gemacht habe, mit dem Forerunner 35 getrackt. Was ist mir da positiv aufgefallen? Nämlich, dass sich nahezu jede Sportart mit dem Forerunner 35 tracken lässt. Natürlich stehen nicht ganz so viele Sportprofile zur Auswahl, aber letztendlich ist das egal, denn man kann in der Garmin Connect App oder auf der Webplattform kann man die Aktivitäten im Nachhinein umbenennen, bearbeiten, man kann sogar den Aktivitätstyp ändern. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich jetzt Krafttraining oder Bodyweight Training gemacht habe, dann habe ich die Aktivität einfach mit Cardio getrackt, weil Cardio hier dieses, für mich ist das auf der Uhr das sonstige Profil. Und im Nachhinein konnte ich dann tatsächlich einfach das Ganze auf Krafttraining in der Connect-App umändern und auch benennen, wie ich wollte. Also ich konnte jetzt sagen, da habe ich Hanteltraining gemacht, da habe ich ein Freeletics-Workout gemacht, da habe ich ein Nike Training Club-Workout gemacht, da habe ich ein Any-Up-Workout gemacht. Also es lässt sich alles individuell anpassen und man braucht gar nicht so viele Sportprofile, wie zum Beispiel auf der VivoActive HR vorinstalliert sind. Das braucht man letztendlich gar nicht. Das sorgt eigentlich nur dafür, dass das Ganze ein bisschen unübersichtlicher wird. Und bei dem Forerunner 35 ist es ja so, dass nur wenig Menüpunkte zur Verfügung stehen, auch nur wenig Sportprofile und trotzdem lässt sich eigentlich jede Sportart tracken. Also davon darf man sich nicht blenden lassen. Man kann letztendlich jede Sportart tracken, man muss dann nur im Nachhinein natürlich die Aktivität noch in der Garmin Connect App bearbeiten. Aber das ist eine Sache von 1-2 Sekunden, dann hat man die bearbeitet und dann hat man die auch so getrackt im Grunde, wie man es haben will. Trotzdem muss ich dazu sagen, das Laufmenü der Forerunner 35 ist jetzt ja nun mal eine Uhr der Forerunner-Serie, ist tatsächlich primär für das Laufen gemacht. Das merkt man daran, wenn man in dieses Laufmenü hineinschaut, dann sieht man, im Laufmenü sind die meisten Einstellmöglichkeiten. Man hat unter anderem verschiedene Laufmodis, die zur Verfügung stehen. Man kann zum Beispiel einen Wechsel zwischen Gehen und Laufen machen. Man kann Intervalltraining einstellen. Man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten in diesem Laufmenü, die man bei den anderen Sportprofilen nicht hat. Natürlich gibt es bei den anderen Sportprofilen auch sowas wie Autopause-Funktion. Das heißt, wenn man dann an einer Kreuzung stehen bleiben muss, weil da gerade viele Autos kommen, dann geht die Uhr automatisch in einen Pausemodus. Das steht auch bei anderen Sportprofilen zur Auswahl. Trotzdem ist das Laufmenü insgesamt das umfangreichste auf dem Forerunner 35. Und das sollte auch jedem bewusst sein, wenn man sich den Forerunner 35 kauft. Und ich denke, gerade die Leute, die jetzt nach Laufuhren suchen, werden ganz schnell auf die Forerunner-Modelle stoßen. Und da finde ich das Menü, das Laufmenü übersichtlich und trotzdem bietet es ausreichend Einstellmöglichkeiten. Kommen wir nun zu einem Punkt, der auch wieder ganz, ganz viel diskutiert wurde. Und das ist die Genauigkeit des optischen Herzfrequenzsensors. Ich hatte den ja schon bei anderen Garmin-Uhren getestet und auch bei anderen Fitness-Trackern, wo jetzt ein optischer Herzfrequenzsensor verbaut wurde. Und im Grunde ist es bei dem Forerunner 35 nicht anders. Bei konstanten Ausdaueraktivitäten ist die Genauigkeit wirklich hervorragend. Und ich habe das mal mit einem Brustgurt verglichen. Da sind eigentlich nur minimale Abweichungen von 1-3 Schlägen. Ich denke, das ist absolut im Rahmen für den optischen Herzfrequenzsensor. Das heißt, wenn man jetzt laufen geht, konstant irgendwie Rad fährt, kann man den optischen Herzfrequenzsensor der Forerunner 35 durchaus gebrauchen. Anders sieht es jetzt aus, wenn man jetzt Hanteltraining macht oder Bodyweight-Training auf der Matte. Da muss ich sagen, hat mich die optische Herzfrequenzmessung wie auch bei allen anderen Sportlern mit optischem Herzfrequenzsensor nicht überzeugt. Das heißt, da empfehle ich dann einen Brustgurt zu koppeln, was bei dem Forerunner 35 auch problemlos möglich ist. Wichtig dabei ist nur, dass der Brustgurt die End-Plus-Schnittstelle unterstützt, das heißt, diese Standard-Bluetooth-Brustgurte werden nicht funktionieren, sondern nur die End-Plus-Brustgurte. Ich habe euch hier unten in der Videobeschreibung einfach mal 2 verlinkt, könnt ihr euch einfach mal anschauen. Die beiden habe ich auf jeden Fall mit dem Forerunner 35 getestet und die funktionieren auch.
Kommen wir nur noch zu einem Punkt, den ich bei dem Forerunner 35 neutral bewerte. Das ist nämlich diese Benachrichtigungsfunktion oder diese Smart Notifications, wie sie von Garmin genannt werden. Da kann man sich ja von verschiedenen Messengern oder auch von seinem E-Mail-Programm auf dem Smartphone kann man sich Benachrichtigungen auf dem Forerunner 35 anzeigen lassen. Das heißt, man bekommt dann zum Beispiel eine Messenger-Nachricht aufs Handy geschickt und gleichzeitig, wenn dann eine Bluetooth-Verbindung zwischen Smartphone und Forerunner 35 besteht, kann man die Nachricht auf dem Forerunner 35 lesen. Ich finde, diese Funktion ist auf dem Forerunner 35 nicht optimal gelöst und trotzdem gefällt sie mir irgendwie. Warum nicht optimal gelöst? Zum einen, weil die Nachrichten nicht ganz angezeigt werden können. Das heißt, man bekommt eine Nachricht, die vielleicht etwas länger ist. Das sind ja dann meistens die E-Mail-Nachrichten. Man kann, glaube ich, bis zu 100 Zeichen durch die Nachricht scrollen und dann ist die Nachricht einfach abgeschnitten. Aber man kann natürlich den Absender sehen und die ersten 100 Zeichen oder wie viel, so ungefähr. Dann will ich mich jetzt nicht festnageln. Auf jeden Fall kann man die ersten Zeichen sehen und dann ist aber auch Schluss. Also man sieht, von wem die ist und die ersten Zeichen. Das gleiche gilt für WhatsApp-Nachrichten. Auch da kann man wieder sehen, okay, von dem und dem ist die Nachricht. Kann die dann ein bisschen durchscrollen. Man kann aber nicht antworten. Man kann wirklich nur sehen, von wem die ist und so die ersten Zeichen der Nachricht sich anschauen. Und das war's dann auch. Ist eine ganz nette Funktion, wenn man sein Smartphone nicht aus der Tasche holen will. Wenn man trotzdem wissen will, von wem ist denn die Nachricht und ist es eine wichtige Nachricht, dafür reicht das auf jeden Fall aus. Es ist aber keine ausgereifte Funktion, wie man das jetzt von Smartwatches kennt. Das heißt, man kann nicht antworten und man kann nie die ganze Nachricht sich anschauen. Natürlich ist der Forerunner 35 auch ein Schritte-Tracker, ein Kalorien-Tracker und ein Schlaf-Tracker. Das hat in dem einen Monat auch wirklich hervorragend funktioniert. Ich habe wirklich jeden Tag versucht, dann mein Tagesziel an Schritten irgendwie zu erreichen. Das heißt hier, das wird anhand des Beschleunigungssensors bestimmt. Das heißt, wenn man jetzt seinen Arm richtig schnell irgendwie hin und her bewegt, sei es auch, wenn man Jumping Jacks macht oder so, beim Bodyweight-Training werden Schritte dazugerechnet. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich auch, die sind dann natürlich auch diese Aktivitätstracking-Funktion, wenn man das denn möchte, also wenn man die aktiviert hat, dann kann der Forerunner 35 auch diese Aufzeichnung. Und das hat mir in dem einen Monat gut gefallen, auch weil es einfach ist, auch weil man da wieder super schnell durchs Menü drücken kann und da auch schnell natürlich die Funktion gefunden hat, die man sucht. Kommen wir jetzt zu einem Punkt, den einige vielleicht als negativ bewerten würden. Und das ist, man kann im Grunde keine neuen Apps auf den Forerunner 35 laden. Bei den teureren Garmin-Uhren ist es ja so, da kann man sich diesen IQ-Shop in der Garmin Connect App aufrufen. Und da kann man sich dann Apps auf die Uhr laden, zum Beispiel fürs Wandern oder für irgendwelche anderen Aktivitäten. Man kann sich andere Watchfaces draufladen. Das geht bei dem Forerunner 35 nicht. Das heißt, man muss mit den zwei Watchfaces leben. Einmal dem digitalen Watchface und einmal dem analogen, was ich absolut nicht gelungen finde, weil das auf diesem Schwarz-Weiß-Display einfach nur schrecklich aussieht. Dennoch finde ich das gar nicht so schlimm, weil man kauft sich den Forerunner 35 ja wirklich, weil man diese Einfachheit haben möchte und auch die Einfachheit zu schätzen weiß. Ich lasse jetzt zum Beispiel einfach das digitale Design und dann ist die Sache für mich gegessen. Ich brauche jetzt nicht die riesigen Watchfaces, die mir alle Informationen auf einen Blick anzeigen. Mir reicht das aus, was ich hier auf dem Display sehe. Das ist die Uhrzeit, der Akkustand. Da würde ich mir zwar noch eine Prozentanzeige wünschen. Das jetzt nur mit so einem Akkubalken. Aber die Akkuanzeige wird angezeigt. Dann haben wir das Datum und wir haben unten den Inaktivitätsbalken. Das heißt, wenn man jetzt eine Stunde sich nicht bewegt hat, viel gesessen hat, dann taucht unten so ein Inaktivitätsbalken auf und dann meldet sich die Uhr, aber auch nur, wenn man es aktiviert hat, das muss ich auch dazu sagen, und fordert einen dann auf, sich einfach mal wieder zu bewegen, mal aufzustehen und ein bisschen rumzugehen. Das alles zusammengefasst kann ich eigentlich so sagen, mir gefällt der Forerunner 35 ausgesprochen gut. Und ich werde den Forerunner 35 auf jeden Fall auch behalten. Das ist ja nicht bei allen Uhren so, die ich hier teste. Aber der Forerunner 35 hat mich gerade aufgrund dieser Einfachheit überzeugen können. Ich finde alle Informationen, es ist letztlich unglaublich schnell eine Aktivität starten, weil einfach die Menüführung so super schnell ist. Man drückt ein paar Mal und dann kann man direkt schon starten. Also ich habe noch keine Forerunner-Uhr gesehen, oder allgemein noch keine Garmin-Uhr gesehen, die so einfach gehalten ist und so schnell in der Menüführung ist und wo man Einstellmöglichkeiten so schnell findet. Und das ist der ganz große Pluspunkt bei dem Forerunner 35. Hinzu kommt noch, dass das Teil auch wirklich aussieht wie eine Uhr. Das heißt, man wird gar nicht darauf angesprochen im Grunde, weil es aussieht wie eine ganz normale digitale Uhr, nicht klobig, ganz schlichtes Design,
absolut nicht störend am Handgelenk, angenehmer Tragekomfort und deshalb gefällt mir der Forerunner 35 wirklich ausgesprochen gut und gerade allen Fitness-Einsteigern oder Laufeinsteigern kann ich den Forerunner 35 eigentlich nur ans Herz legen. Er ist nicht ganz so teuer wie andere Sportuhren, bietet trotzdem eine ganze Reihe an Sensoren, sei es nun die optische Herzfrequenzmessung, der GPS-Sensor, der Beschleunigungssensor für Indoor-Sportarten. Das alles ist hier mit verbaut worden und deshalb finde ich den Forerunner 35 wirklich richtig, richtig gut. So, das soll es gewesen sein von meinem Einmonatsfazit zum Forerunner 35. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Forerunner 35 habt, dann könnt ihr die gerne hier unter das Video einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde die dann schnellstmöglich und bestmöglich beantworten. Ansonsten würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Schauen und bis zur nächsten Ausgabe von Fitnessbox.